Bin Sabbat Anal. Wir fangen noch mit dem stillen Gebet an. Amen. So, wer auch immer die Nachrichten schaut und verfolgt, weiß, dass wir eine spannende Woche hinter uns haben. Was ist passiert? Also, ich habe heute gesehen in den Nachrichten, dass das Transgender-Effekt gekommen ist. Das heißt, dass die Trans. In Deutschland meinst du jetzt? Ah ja. Ein vereinfachter. Ja, das Mensch, das ist Transgendern in Deutschland ein oder beziehungsweise dass Menschen jetzt einfacher in Deutschland geht zu entscheiden, was sind sie, ja? Ja. Welches Geschlecht oder welche Orientierung. Was noch? Das mit dem Abtreibung. In? Ja. In den USA. Dass die Abtreibung, also die das Gesetz für Abtreibung, um Abtreibung zu erlauben, hat die höchste juristische Gericht abgeschafft. Okay, wir haben das Abtreibungsgesetz in der USA wurde gekippt. Das bekannte Roe versus Wade ist gekippt worden. Was ist am gleichen Tag in Deutschland passiert? Genau das. Es wurde gelockert, dass Menschen, oder Ärzte dürfen jetzt Propaganda machen für. Sie dürfen informieren. Man nennt es Werbung machen, aber genau. Theoretisch ist es nicht Werbung machen, hey, lass abtreiben, sondern es ist einfach nur informieren über, wie sie den. Welche Methoden sie anwenden und dass sie Abtreibungen vornehmen. Paragraph 219a wurde aufgeschafft. Paragraph 219a, das hatte ich nicht mehr im Kopf, was für ein Paragraph das war. Was habt ihr noch gesehen in Bezug auf den Supreme Court der USA? Rodolfo? Wir haben die Regierung eingeschränkt über Klimawandel, ne? Ja, die Organisation oder Agentur, Department im Englischen für den Klimawandel. Wie bitte? Die Abteilung, danke. Die Abteilung, die dafür zuständig ist, dass die Klimawandelziele in den USA eingehalten werden, die wurde zurechtgestutzt. Wisst ihr, welche Lobby das Ganze an das Supreme Court gebracht hat? Diesen Fall. Wer steckte dahinter, dass praktisch jetzt diese Abteilung zurechtgestutzt wurde? Die Kohleindustrie. Müssen bei uns schon alle Alarmglocken angehen. Oh, Kohle und die Ölindustrie sind nämlich ganz groß, dass der Klimawandel gar nicht so beachtet wird. Und wer steht hinter der Kohle- und Ölindustrie? Die Konservativen. Die Konservativen, die Reichen, die Konservativen. Wir könnten sie auch Republikaner nennen. Gut, mit dem. Ja, Entschuldigung, für wen? Also mit diesem Gesetz über die Abtreibung hat der Thomas Clarence dann auch noch erwähnt, er möchte die Homo-Ehe also wieder rückgängig machen, oder das ist das Ziel eigentlich. Und nicht nur die Homo-Ehe, sondern Verhütung, genau, dass selbst Ehepaare nicht mehr verhüten dürfen und solche Dinge. Und noch etwas. Halten wir es mal fest. Das ist nämlich gut. Silvi geht schon zum nächsten Punkt, den ich dann noch fragen wollte. Den Bildschirm ein bisschen hoch. Also wir hatten so, das Supreme Court wird auch SCOTUS in der USA genannt. Mit U am Ende.
Entschuldigung. Das Recht, jemand mit unterschiedlicher Hautfarbe zu heiraten. Ah ja, das kommt dazu, genau. So. Wir halten fest, was jetzt mit dem Supreme Court in den USA los ist. Einmal, die Abtreibung wurde gekippt. Wir haben die, ich weiß nicht mehr ganz, wie, ich glaube, die Abteilung über den Klimawandel hieß EPA. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Klimawandel wurde Einhalt geboten. Plus, jetzt in der Entscheidung bezüglich Abtreibung, deswegen mache ich das jetzt in blau, weil das ist noch nicht der Zustand, aber uns wurde eine Vorausschau gegeben, da, was kommen kann. Durch diesen Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass jetzt Folgendes kommt. Sie, wie willst du es nochmal nennen? Also die die Homo-Ehe, genau, die wir jetzt zurück, also die möchte er zurücksetzen. Verhütung, und man darf nicht mehr andersfarbige heiraten. So können wir auch. Wow. Dann so. Sind wir wieder in Mittelalter. Thomas Clarence hieß. Verhütung? Ein konservativer Richter. Jetzt nochmal ein bisschen zurück. Wie viele Richter hat das SCOTUS? Neun. Und wie sind die aufgeteilt seit dem Tod von Ruth Bader Ginsburg? Sechs konservative und drei liberale. Dann drei, sechs. Also rechts ist konservativ, links ist liberal. Und wir sehen, dass diese Thematiken oft mit 3-6 entschieden werden. Ja, also wir sehen, die Konservativen haben die Mehrheit am oberen Gericht in den USA. Und wir sehen eine Welle von Entscheidungen. Und das ist genau das, was die Konservativen sich erträumt haben, dass sowas passiert. Weil jetzt kann der Kongress, sowohl auch der Präsident, das Weiße Haus, sind in wem seiner Hand sind sie? Republikaner. Ja, die Judikative ist in der Hand der Konservativen. Wie sieht es aber mit der Legislativen und der Exekutiven aus? Wer sitzt im Weißen Haus und wer sitzt im Kongress? Genau das, was man, also wie soll ich das sagen, der Kongress ist in knappe Mehrheit, wenn ich das so sagen kann, bei den Demokraten in seine Hände, und die Exekutive ist bei den Demokraten in seine Hände. Stimmt ihr mit der Raquel überein? Exekutive, ja. Also so. Können wir noch mal kurz definieren? Also weil, okay. Die Judikative ist die Ausführende, oder? Nee, die Judikative ist das Gericht. Jetzt könnt ihr das irgendwie noch mal schreiben. Also das sind die, hier geht es um die Gerichte. Aber die USA hat drei Arme. Das sind die drei Arme. Ja, das ist die Regierung. So, die Judikative sind natürlich jetzt nicht nur das oberste Gericht, sondern alle Gerichte. Die sind ein Netzwerk. Aber wenn wir über die Regierung sprechen, in jedem Bundesstaat, in jedem Konzil und so weiter, das bildet die Regierung, und da gibt es ein ganzes Netzwerk. Aber wir befinden uns, oder was wir jetzt adressieren möchten, was für uns jetzt wichtig ist, ist die oberste Ebene. Also wäre die Judikative, wäre das oberste Gericht in dem Sinn, der Bundesgerichtshof, ja? die Gesetze machen. SCOTUS macht die Gesetze, beziehungsweise sagt, ob die Gesetze durchkommen oder nicht. Dann haben wir die Exekutive. Was ist das die Exekutive? Das ist die ausführende Gewalt. Die außenführende, oder wir können es auch das Weiße Haus einfach nennen. Hier haben wir Supreme Court.
Und die Legislative ist? Das Kongress, da wo wo Gesetze erlassen werden. Die amerikanischen Gründer haben, als sie die USA kreiert haben, hatte man viele Kämpfe und viele Überlegungen, welches politische System nimmt man. Und das war relativ modern. Es war ein Versuch. Die Gründungsväter der USA nennen die USA einen Versuch. Und man schaut, ob dieser Versuch, ob er funktioniert oder nicht. So, man hat sich für eine Dreiteilung entschieden. Einfach aus welchem Grund haben sich die Gründungsväter entschieden, die Gewalten im Land zu verteilen? Christa? Damit nicht einer die ganze Macht hat. So, und sie spalten die Macht auf in die Legislative, die Gesetze entwirft. Dann muss die Judikative entscheiden, ob die Gesetze der Legislative, ob sie in Einklang mit der Verfassung sind. Und das Weiße Haus muss diesen Gesetzen auch zustimmen und ist dann dazu da, um diese Gesetze durchzuführen. Macht das Sinn? Oder sind es einmal eins? Wo kommt da nochmal das Repräsentantenhaus hin? Ja, bei dem Kongress, der Senat und das Repräsentantenhaus. Ja, das wollte ich nicht durcheinander bringen. Wir können aber die Gesetze machen die Judikative. Nein, die Gesetze macht der Kongress. Die Judikative schaut, die vergleicht, ob die Gesetze mit der Verfassung übereinstimmen. Okay? Deswegen ist das so wichtig, was sie machen. Es ist wichtig, dass wir ein Einmaleins, das kleine Einmaleins der amerikanischen Regierung verstehen. Deswegen haben wir 2019 uns die Mühe gemacht, eine Serie aufzunehmen, wo wir versuchen, die amerikanische Politik zu erklären. Ist auf Deutsch vorhanden, auf dem Channel. Es ist wichtig, dass wir ein kleines Einmaleins der amerikanischen Politik haben, weil sonst verstehen wir überhaupt nicht der Bürgerkrieg, der Krieg, der Kulturenkrieg, der in der USA vonstatten geht. Also, wir haben das Supreme Court, den Kongress mit seinen unterschiedlichen Repräsentanten und wir haben das Weiße Haus. Und wie ihr seht, meine ursprüngliche Frage ist, wir sehen, dass das Supreme Court in konservativer Hand ist. Aber meine Frage war, in welcher Hand liegt die Legislative und die Exekutive? Wer hat dort die Macht? Die Exekutive sind die Demokraten. Hier haben wir die Demokraten mit Biden. Genau, und die Legislative, das war auch die Gestaltung. Warum war das eine hat ein Sie, das andere hat ein Sie. Ja, also der Kongress, wo die Legislative herrscht, ist sehr gespalten, aber die Demokraten haben eine ganz knappe Mehrheit im Senat, was wichtig ist. Das heißt, grob gesagt könnten wir sagen, die Demokraten haben momentan hier einen Vorsprung. Aber ich möchte euch fragen, bringt Ihnen das was? Nein. Nein, es ist nicht ausreichend, Rudolf. Sie haben sogar noch einen, glaube ich, einen Maulwurf drin, der sowieso nur für die Republikaner wählt. Okay, ja. Also wir sehen, so wie die USA funktioniert, diese drei Gewalten in der USA haben jeweils Macht, die andere einzuschränken. Und die Judikative entfaltet jetzt, die ist die Festung der Konservativen geworden für die nächsten Jahrzehnte. Und daran halten sie fest, das ist, das heißt, egal welcher Präsident, ob er Demokrat ist oder nicht, oder im Kongress, die Judikative kann alles niederstrecken. Und das ist etwas in den 50ern, wo wir hier komplett konservativ waren, also die USA, nicht wir, die USA war konservativ. Wir sprechen hier von der Eisenhower-Ära.
Wir sprechen von Billy Graham, dem Evangelisten, die Erweckungen in den USA. Es kommen Gesetze hoch, die sehr die Moral der Evangelikalen durchsetzt. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen damit auseinandergesetzt habt, aber es kommt viel Unterdrückung in die USA, in den einzelnen Staaten. Es sind Gesetze durchgekommen, die die Menschenrechte wegnehmen. Religion und Kirche wurden wieder vereint. Aber welche Instanz hat das Ganze nach ein paar Jahren wieder zum Fall gebracht? Was hatten die Konservativen nicht? Sie hatten noch nicht die Judikative. Die Judikative war nicht konservativ, sondern es waren liberale oder progressive, nennt man das auch, progressive Richter waren am Gerichtshof. Das heißt, in den unteren Bundesstaaten und auch in der Föderation kamen Gesetze hoch, die Kirche und Staat vereinten, die Moral des Staates, der Kirche in dem Staat verankerten. Aber nach ein paar Jahren haben vereinzelt Leute sich so weit im Gericht durchgekämpft, bis hin zum Supreme Court. Und das Supreme Court, weil es liberal und progressiv war, hat dann diese Gesetze eins nach dem anderen wieder eigentlich zerbröckeln lassen. Im Grunde genommen gab es dann noch Überbleibsel bis heute von dieser Zeit, aber weitgehend ist diese Ära ja dann eigentlich wieder eingeschlafen. Und dann haben wir die Zeit der Bürgerrechtsbewegungen, ja, für die People of Color, für die Frauen, für die LGBTQ. Und dann kommen wir zur Moral Majority. Und jetzt lernen die Konservativen etwas. Jerry Falwell hat was gewusst, was brauchen sie in der USA, um wirklich einen Erfolg zu haben? Ja, die Regierung. Die brauchen das Supreme Court. Und das fing an um 1989, hat man was in den Fakultäten der Rechtsanwälte, wo Rechtsanwälte ausgebildet werden, was fing an, dass man macht? Wir haben junge Studenten unterstützt, die auf ihre Leitmedien damit sind. Genau. Und wisst ihr noch, wie die Gruppe hieß? Die Gruppe der Studenten? Die Gruppe, diese Studenten, die sich zusammentun und anfangen, konservative Rechtsanwälte auszubilden. Mhm. Ich glaube, die Federal Society, aber jetzt bin ich auch nicht mehr ganz. Ja, Federalist Society. 1982 gegründet. Über die letzten 30 Jahre hat diese Gruppe einen riesen Erfolg gehabt. Und dann 2016, was für ein geheimes Abkommen passiert 2016 mit dieser Gruppe? Was ist in 2016 so Wichtiges passiert? Die Wahlen. Und wer wurde gewählt? Warum? Weil er versprochen hat, wenn er gewählt wird, dass er diese Ideologien dieser Leute als Gesetz mit reinbringt. Eins seiner Wahlversprechen von Trump war: Gebt mir eine Liste von Supreme Court Richtern, die ihr drin haben wollt, und wenn ich Präsident werde, werde ich alle reinberufen, die ihr haben wollt. Und somit hatte Trump die konservative Seite hinter sich, weil die konservative Seite ist auch die Seite, wo die Evangelikalen stehen, wo die Moral ist. Das heißt, die Evangelikalen wollen konservative Richter, um Amerika wieder zu einem moralischen Land zu machen, das dann von Gott nicht mehr bestraft wird. Das heißt, das war ein super Trick von Trump, um sich Unterstützer zu holen, indem er gesagt hat, ich tue eure Richter, die ihr wollt, ans Supreme Court bringen. Und seitdem Trump dann auch Präsident wurde, hat er mehrere Richter einberufen können. Und wer hat am Ende noch versucht, krampfhaft zu überleben, bis Trump abgewählt wird? Ja.
Ruth Bader Ginsburg. Und ihr Wunsch war, dass erst nach der Wahl sie ersetzt wird. Dem Wunsch ist man aber nicht nachgekommen. Es ist eine lange Vorbereitung, die auch in der Obama-Ära schon anfängt, dass Richter ersetzt werden mit Konservativen. Aber heute sind wir an diesem Punkt, wo das Supreme Court gekippt ist. Jetzt sind sie an ihrem Ziel, wenn ich das jetzt so sagen darf, an ihrem Ziel. Gesetze, die vorher progressiv waren, können jetzt umgestürzt werden. Und wir sehen jetzt den Anfang dieser Auswirkung, dieser Umstürzung. Vorher haben wir die Umstürzung beobachtet und gewarnt, was kommt. Aber wir kommen langsam in die Phase, wo das Ganze sich umdreht, wo jetzt der Umschwung passiert oder weitgehend passiert ist und wir die Konsequenzen dieses Umschwungs mitmachen werden. Seht ihr das? Ja. Und die Demokraten, die einfach nur die Schlafmützen waren in den letzten Jahrzehnten, haben alles passieren lassen, plus jetzt sind ihnen teilweise die Hände gebunden und sie gehen auch noch, sind Kompromisse eingegangen. Und jetzt kommt die Strafe sozusagen. Und das ist ein Phänomen, was nicht nur in Amerika so ist, sondern auf der ganzen Welt. Auch hier in Europa. Okay? Sie sind auch sehr gespaltet innerhalb der Parteien. Ja. Deswegen kommen sie auch selbst innerhalb ihren eigenen Parteien nicht voran. Ja. Also ich möchte das als Hintergrund geben, warum dieses Gesetz über die Abtreibung, warum das so politisch ein Riesending ist. Ich möchte jetzt nicht gerade über die Moral sprechen, über Abtreibung oder Frauenrechte und so weiter, sondern einfach nur politisch möchte ich, dass wir sehen, dass wir hier die Auswirkungen anfangen zu sehen, dass ein Supreme Court konservativ geworden ist und dass die anderen Gewalten in der USA nicht mehr so mächtig sind, dagegen anzugehen. Weil was ist mit den Rechtsanwälten, die hier arbeiten? Wie lange können die arbeiten? Bis zu ihrem Tod. Und die Konservativen haben recht junge Supreme Court Members hier reingeschleust. Was bedeutet, wir haben Jahrzehnte vor uns, wo die Amerika in seiner Rechtslage konservativ prägen können. Mich würde es nochmal interessieren, inwiefern Abtreibung und all die wirklich moralischen Themen, die man umswitchen will, inwiefern ist das ein Vorteil für die Politik, wenn sie jetzt die Gesetze umändern? Warum machen die das politisch? Wurde die Frage online verstanden? Nicht gut, es ist sehr leise. Na bitte? Oh, kannst du es nicht? Nee, danke. Okay. Lauter sprechen. Warum macht man es zu einem Politikum, diese moralischen Fragen? Es bleibt ja nicht bei Abtreibung, es geht ja wieder zurück mit Verhütung, mit Ehe für alle, was wir hingeschrieben haben. Warum will man das unbedingt in die Politik mit reinbringen? Jetzt wurde es verstanden, Jutta? Jo. Okay, also dazu festhalten, ich möchte noch dazu sagen, wir sehen, Abtreibung ist jetzt erst der Anfang. Ja? Wir sehen hier bereits schon, Klimawandel wurde eingeschränkt, in die Schranken gewiesen. Hier mit diesem Entscheid des Supreme Courts wird schon gleich die Vorhersage geben, passt auf, wahrscheinlich werden wir uns die Gesetze über Verhütung wieder anschauen. Wir werden uns die Gesetze, die Ehe für alle anschauen. Und das hat jetzt Thomas Clarence, glaube ich, nicht gesagt, weil er selber ist schwarz und ist mit einer weißen Frau verheiratet. Aber konsequenterweise wurde in diesem Artikel kommentiert, müsste eigentlich auch die Ehe zwischen den Rassen, oder wie nennt man das politisch korrekt? Ich weiß es nicht. In verschiedenen Nationalitäten, aber Nationalitäten sehr weit her. Ja. Von Rassen kann man sagen. Ne? Ja, ja. Ich kenne nur das Wort auf Deutsch. Das Interracial. Dass das hier wahrscheinlich eigentlich konsequenter dann auch betrachtet werden müsste.
Also, wo gehen wir hin? Wir treiben Amerika auf ein Land zu, wo Frauen fast keine Rechte mehr haben, wo sie nicht abreiten dürfen. Ehepaare, Familienplanung ist keine Privatsache mehr, sondern eigentlich ist es so, wenn du Sex haben willst, dann nur, weil du Kinder haben willst. LGBTQ wird wieder in die Schublade geschoben. Und theoretisch, Schwarz und Weiß dürfen nicht mehr verheiratet sein. Das heißt, in welche Zeit rutschen wir zurück? Ins Mittelalter? Das letzte Jahrhundert. Ja. 1940, 1930. Wir rutschen wirklich, bevor die Bürgerrechtsbewegungen sind, bevor es Menschenrechte in Amerika hochgehalten werden, wir gehen vor die Ära. Das heißt, der Kampf einer ganzen Generation nach dem Krieg, dass die Rassentrennung abgeschafft wird, dass Frauen ihre Rechte kriegen, dass LGBTQ angesehen werden, das geht alles verloren. Aber warum? Warum? Weil jemand dahinter steckt, jetzt sind wir bei Verschwörungen, aber es stimmt wirklich, wenn wir die Fakten sehen, es steht eine Lobby dahinter, die das möchte. Die möchte diese Area wieder. Und wie nennt man diese Area? Das Ganze Entschuldigung, da muss ich jetzt noch mal kurz zurückgehen. Es wurde schon bekannt gegeben vom Supreme Court, dass nach der Sommerpause ein Fall aufgenommen wird über Gerrymandering. Habt ihr das gelesen? Ja. Also die Republikaner sind ja groß in Wahlkreisverschiebungen und sie kreieren das so, dass sie wieder gewählt werden. Egal wie viele Demokraten im Distrikt sind, die Republikaner werden gewinnen. Das sage ich jetzt so einfach. Geht hin und tut Gerrymandering. Das ist wichtig. Wir müssen verstehen, wie das funktioniert. Wir haben mehrere Präsentationen in den letzten Jahren darüber gehalten, was da passiert. Und die Republikaner machen das. Und in einem Bundesstaat hatte das oberste Gericht des Bundesstaates gesagt, das war nicht gemäß der Verfassung. So, die Republikaner sind ans Bundesverfassungsgericht gegangen zur Klage und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, sie nimmt diese Klage an. Und nach der Sommerpause werden sie sich den Fall annehmen. Und da wissen wir bereits schon, weil es ein konservatives Gericht ist, wissen wir, wie das ausgehen wird. Die Republikaner werden gewinnen wahrscheinlich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie gewinnen. Also haben wir hier, ich glaube so, so, das ist, was wir erwarten können vom Supreme Court in den USA. Ja? Und Gerrymandering haben sie nach der Sommerpause bereits schon angekündigt. Jetzt, wenn wir das alles hier anschauen, wir sehen hier absolute moralische Gesetze, wir sehen hier die Kohle- und Öllobby, also Geld. Und hier sehen wir politische Motivation, dass die Republikaner weiterhin gewählt werden. Wie könnten wir das alles in einem Satz zusammenfassen? Was wollen die Leute? Moral wiederherstellen, was noch? Hier geht es nicht um Moral. Make America great. Again. So, und das ist das große Problem. Make America great. Wo, auf welche Ära, welches Zeitalter Amerikas wird verwiesen, wenn man sagt, make America great again? Die 70er ist, wo Amerika für sie den Bach runtergeht, weil die ganzen Bürgerrechtsbewegungen da sind. Ich würde sagen 1920, so als die zur Großmacht wurden, als sie erklärt wurden zur Großmacht. Du sagst 1920er, ja. Weil da die Großmacht war. Ja.
für die Konservativen in Amerika, für ab wann geht denn für Sie denn Amerika den Bach runter? Ach. So langsam, aber sicher. Na, 1917 mit den Frauenrechte da? Oder nicht? Nee, nicht ganz. Ach so. Was war denn die erste Tragödie des 19. Jahrhunderts in Amerika? Auch, dass die Schwarzen leben durften. Nein. Ich würde sagen 1929, wo die Börsencrash. 1929, da ging es Amerika richtig dreckig. Und wer hat Amerika aus dem Schlamassel rausgeholt? Delano Roosevelt. Und was hat Roosevelt gemacht, um Amerika aus dem Dreck zu ziehen? Er hat Gesetze erlassen, also Veränderungen gelassen, die in Richtung links gehen, die in Richtung sozial, dass die Gesellschaft mehr sozial wird, dass die Leute geholfen werden. Ja. Und das waren sehr wichtige Änderungen, weil vorher waren die Gesetze sehr, also es waren nicht gut für die Population, also für das Volk. Roosevelt wird Präsident und er ist jemand, der progressiv das Land bringen möchte. Also nicht konservativ, sondern progressiv jetzt. Und das war das Problem für die Konservativen. Und er hat ein Programm kreiert, das heißt der New Deal. Das ist etwas, was wir uns merken sollten, weil etwas Ähnliches wollte AOC, Alexandria Cortez, in den USA in den letzten Jahren durchbringen. Scheitert zwar kläglich, aber das ähnelt mehr oder weniger, was Roosevelt machen wollte. So, Roosevelt, der New Deal, sind Programme über die öffentliche Arbeit, über finanzielle Reformen, Regulation und so weiter, die sehr progressiv waren. Und das brachte, dieser New Deal brachte Amerika, ich sage es jetzt mal so ein bisschen mehr an das Soziale heran, wie wir es in Europa kennen. Ja, mit den Reformen, die Unterstützung der Bürger und so weiter. Aber das hat den Konservativen gar nicht gepasst. Und wer hier mit Roosevelt anschließt, das sind auch so Leute wie Jimmy Carter, Obama und Sanders und solche weiter. Die würden diese Schiene mehr weiterfahren. Und das ist ein Dorn in den Augen der Konservativen. Und wenn sie sagen, mach Amerika wieder groß, dann wollen sie eigentlich vor diese Zeit zurück, wo genau das alles herrschte. Es gab keinen Klimawandel in dem Sinn. Du konntest einfach Öl schöpfen, wie du wolltest. Amerika wird zur Großnation. Abtreibung verboten. Also die ganzen Menschenrechte, Bürgerrechte gab es da nicht so wie heute. Und es gibt noch ein Riesenproblem, was der New Deal gemacht hat. Der New Deal schlägt in die gleiche Kerbe, wie zum Beispiel, als die Rassentrennung in der USA kam. Oder als Obama sein Obamacare reingebracht hat. Was steckt hinter all dem hier? Was ist die grundsätzliche Frage? Okay, drei Schritte zu schnell. Freiheit oder Gleichheit? Ich verstehe deine Frage nicht so gut. Wenn wir sehen, als die Sklaverei abgeschafft wurde, das Problem mit dem New Deal, der Krieg über den New Deal, das Problem der Rassentrennung, der Abschaffung, das Problem von Obamacare, solche Dinge, solche Reformen, die Amerika vornimmt, die eigentlich progressiv sind, tun massig politische Debatten in der USA hervorbringen. Und ich möchte uns fragen oder in unseren Kopf bringen, um was geht es in diesen Debatten? Nicht ganz. Um Geld? Um Kultur. Um Kultur?
Der Joachim war noch am nächsten dran, aber es war nicht die politische Debatte, wie man sie nennt. Vielleicht so, aber. Nein. So, könnt ihr euch erinnern, wir sind die Zeit bis zum Bürgerkrieg detailliert durchgegangen über mehrere Wochen. Könnt ihr euch erinnern? Die 1850er, was passiert ist, die Argumentation, die 1800er, ja? Wie sah Amerika in der Zeit aus? Amerika war noch nicht besiedelt. Das sehen wir an den Schriften von Elmwald, ja? Am Anfang ihres Lebens spricht sie von New England und im Süden und so weiter. Und am Ende ihres Lebens lebt sie in Kalifornien. So, wir haben Amerika. Hier mit Florida. Ungefähr so. Und hier der Norden ist, wo Amerika ja anfing mit den ganzen Staaten. Ne? So, und jetzt hier aus Europa kommen immer mehr Leute. Das heißt, hier kommen immer mehr Leute an. Und wo gehen die hin? Wenn immer mehr Leute hier an die Ostküste kommen, das heißt, wir haben hier, das nennt man die Westward Expansion, dass man immer in den Meer in den Westen vordringt. Und wenn man immer mehr in die Wildnis vordringt im Westen und die Gesellschaft oder die Struktur mit sich bringt, was entsteht? Hier sind Staaten, hier ist Wildnis, jetzt gehen aber immer mehr Leute in den Westen. Was wird neu kreiert? Neue Staaten. Also sehen wir hier jetzt neue Staaten im Westen, überall. Die entstehen, ja? Aber wenn diese Staaten entstehen, dann stellt sich welche Frage? Du musst überlegen. Ob sie frei sind oder ob sie Sklaverei. Wir müssen überlegen, in der USA gab es eine Union. So, das hier war die Union. Das waren nur? Das waren die ursprünglichen Staaten von Amerika. Das waren die Rebellen waren. Die 13 Staaten, die Rebellen waren gegen England, gegen Europa, gegen das ganze System. Und jetzt kommen hier immer mehr Staaten hinzu durch Diplomatie mit Europa, mit Spanien, mit Frankreich, mit Holland, mit Kanada, welches auch Großbritannien war. Kommt immer mehr Territorium zu dieser Union. Immer mehr Leute, immer mehr Staaten werden gebildet. Und jetzt, wenn diese Staaten sagen, hey, wir möchten Teil dieser Union werden, dann muss die Union entscheiden, okay, nehmen wir diesen Staat auf in unsere Union oder nehmen wir diesen Staat nicht auf? Das sind wir alles detailliert damals durchgegangen. Und dann hat sich jeder Staat musste sich welche Frage stellen, Raquel? Ob sie Sklaverei haben wollen oder ob sie freie Staaten sind. Genau. Jeder Staat musste sich die Frage stellen, sind sie ein sklavenfreier Staat oder ein Sklavenstaat? So. Und es geht weiter, aber jetzt haben wir ein Problem. Die Welt zu der Zeit hat die Krise mit der Sklaverei gehabt. Und in Europa sehen wir, dass Sklaverei eins nach dem anderen abgeschafft werden. Und irgendwann kommt diese Frage auch immer mehr in die Gesellschaft Amerikas rein. Die Sklavenfrage wird immer größer. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, wenn du die Union hast und du hast Sklavenstaaten und Nicht-Sklavenstaaten, mögen die sich bezüglich dieses Thema? Ja. Nein. Das heißt, man hat immer versucht, um die Union stabil zu halten, hat man immer was versucht. Kompromisse? Das Gleichgewicht zu halten, ja? Und um das Gleichgewicht zu halten, geht man Kompromisse ein. Aber irgendwann kann man keine Kompromisse mehr eingehen und das geht frontal aufeinander zu und wir haben den Bürgerkrieg gehabt. So, wir könnten jetzt sagen, der Bürgerkrieg geht um Sklaverei. Aber wir haben gesagt, hinter der Sklaverei steht eine viel größere Frage. Und was ist die viel größere Frage gewesen? Könnt ihr euch an den Fugitive Slave Act? Mhm. So, was sagte der Fugitive Slave Act? Also du hast einen Sklaven gehabt hier in dem Staat und der flieht in den Norden in einen Staat, der keine Sklaven hat. Und ist frei.
weil hier gibt es keine Sklaven, also bist du frei. Aber der Staat sagt sich, hey, mein Property, mein Besitz ist hier weggelaufen und der ist bei euch, ihr müsst den mir zurückgeben. Und der Fugitive Slave Act war dieser Kompromiss. Und das war der letzte Nagel in den Sarg, dass dieser Bürgerkrieg kam. Durch den Fugitive Slave Act ist dieser Bürgerkrieg unausweichlich geworden. Aber was ich möchte, ist, dass wir sehen, dass es hier nicht unbedingt um die Sklaven geht. Natürlich sprechen wir über die Sklaverei und die Wichtigkeit, aber ich möchte, dass wir nicht einen Punkt verpassen. Nämlich, es geht um das Recht des Besitzes. Mein Besitz ist mir weggelaufen, ob das ein Sklave ist oder eine Frau, und ich möchte ihn wiederhaben. Und das ist das Problem. Jetzt hast du diesen Krieg im Kongress, dass ein Staat sagt, hey, mir entläuft dauernd mein Besitz, was bares Geld ist, und ihr Staaten, die ihr keine Sklaven habt, okay, aber ihr müsst unseren Besitz zurückgeben. Und die Staaten sagen, nee, machen wir nicht. Und das Ganze entbrennt immer mehr. Und irgendwann bricht dieser Konflikt aus. Und was sagen die Südstaaten? Was sagen die Südstaaten? Nicht mit uns. Wir haben die Freiheit und das Recht und das ist unser Besitz, der gehört uns. Und ihr Nordstaaten, die ihr ohne Sklaven seid, ihr wollt uns was nehmen, Joachim? Ihr wollt unser Eigentum enteignen, unsere Freiheit, welche uns die Verfassung garantiert. Die Verfassung, die wir erstellt haben, um gegen Europa zu kämpfen. Das heißt, dieser Krieg geht jetzt einerseits um Sklaverei, aber das ist nur die Oberfläche. Weiter unten geht es darum, um die Rechte der Staaten. Hat der Staat das Recht, seinen Besitz wieder einzufordern? Oder hat die Union die Macht zu sagen, ihr dürft keine Sklaven mehr haben? Weil jetzt haben wir das Problem von Abraham Lincoln. Was hat der nämlich 1863 gemacht? Dass die Sklaven kein Besitz mehr sind? 1863 sagt Abraham Lincoln, ihr Sklaven seid alle frei. Und die Südstaaten sagen, die Südstaaten, deren die Sklaven gehört haben, was sagen die? Mögen die einen Präsidenten der Union, der ihnen ihren Besitz wegnimmt? Merkt hier drauf, es geht nicht unbedingt um die Moral der Sklaverei, sondern es geht hier darum, dass jemand kommt und euren Besitz wegnimmt, eure Freiheit wegnimmt. Das heißt, der Bürgerkrieg ging darum, dass der Süden sich sagt, ihr nehmt uns unsere Freiheit, unsere Rechte, unseren Besitz und dagegen lehnen wir uns auf. Und das ist die Flagge der Konföderation, die auch heute noch gerne gehisst wird, weil man sagt, ich lehne mich dagegen auf, dass ihr mir meine Freiheit nehmt. So, wir haben also, und Abraham Lincoln, ging es dem um die Sklaven? Hat er sich für die Sklaven in irgendeiner Weise interessiert? Nein. Dem Abraham Lincoln, er sagt, wenn er die Union retten kann, indem er die Sklaverei behält, behält er Sklaven. Wenn er die Union retten kann, indem er Sklaven abschafft, dann schafft er Sklaverei ab. Das heißt, auch Abraham Lincoln hatte kein wirkliches Interesse an der Sklaverei. Ihm ging es um das Politische. Und was ist das Politische? Das Politische ist, dass du Staaten hast, und passt auf, ich frage euch nachher noch Fragen, weil wir haben das alles gemacht. So, du hast hier Staaten der USA und zusammen bilden sie eine Union. Aber jeder Bundesstaat hat was? Jeder Bundesstaat hat seine eigene Verfassung, sein eigenes Gesetz. Und was ist jetzt die Frage? Wenn es zu Themen kommt, wie die Sklaverei, ist die Frage, wer hat das Sagen? Hat der einzelne Bundesstaat das Sagen und kann entscheiden?
oder tut die Union dem Bundesstaat sagen, was er zu tun hat? Das ist der Krieg, die ganze Zeit. Das war der Bürgerkrieg in Amerika. Nur, dass das Thema, wo das Ganze aufgebrochen war, die Sklaverei war. Aber seitdem, wie der New Deal, Obamacare, all diese Reformen brechen immer wieder den gleichen Krieg auf. Der Krieg, hat der Bundesstaat das Sagen oder hat der Bund, die Union, das Sagen über den Bundesstaat? Und wie nennen wir das politisch? Big Government or Small Government? Big Government und Small Government. Könnt ihr euch erinnern? Small Government bedeutet was? Nicht Raquel, jemand anders. Was bedeutet Small Government? Monika. Wenn es der Bundesstaat das Sagen hat. Das heißt, von oben her wird wenig vorgegeben und regiert und der Bundesstaat kann selber entscheiden. Perfekt. Small Government ist, dass die Union sich im weiten Maße zurückhält und jeder Bundesstaat selber entscheiden kann. Und Big Government? Das ist die Union natürlich. Die Union. Das heißt, Big Government ist, dass entschieden wurde, Rassentrennung ist nicht gemäß unserer Moral, die wir als freie Staaten der USA vertreten wollen. Also Rassentrennung wird abgeschafft. Und dann gibt es einen Staat, Tennessee, die sagen, nö, wir mögen die Rassentrennung, weil ich möchte mit Schwarzen nichts zu tun haben. Und was passiert dann jetzt, Rodolfo? Was passiert mit Tennessee, die die Rassentrennung nicht abschaffen wollen? Ja, da gibt es Ärger mit der Union. Und wie sah der aus, der Ärger mit der Union? Nee. Das Militär kam und hat die schwarzen Kinder in die Schule mitbegleitet und gesagt, ihr werdet gezwungen, Rassentrennung aufzuhören. So. Und das passt natürlich konservativen, libertären Leuten, die sagen, meine Freiheit, mein Recht auf Besitz und zu tun und lassen, was ich will, wird durch Big Government eingeschränkt. Haben wir einen roten Stift? Okay. Also, was ich möchte, dass wir verstehen, der Kulturenkampf in den USA geht um Big Government und Small Government. Das ist, wie wir das Ganze zusammenfassen können. Ja? Der ganze Krieg können wir in diese zwei Dinge zusammenfassen. Und natürlich wird das Ganze dann komplex. Wer sind die Spieler, die unterschiedlichen Ebenen, die Themen, wo dieser Krieg aufbricht und so weiter. Das ist die Komplexität, die wir verstehen müssen. Aber wenn wir das Ganze auf den Punkt bringen, dann ist der Kampf zwischen Big Government und Small Government. In Deutschland ist es recht ähnlich, weil wir das gleiche System haben. Wir haben eine Union und wir haben Bundesstaaten. Und in der Schweiz haben wir die Kantone. Und die halten auch zusammen. In Österreich, wie ist es da? Habt ihr da auch Union und dann Bundesstaaten? Funktioniert das auch so? Oder? Tirol ist und. Ja, Bundesländer, ja. Bundesländer auch in die, ja, also der Bundeskanzler, Bundespräsident, dann jedes Bundesland hat. Sind die autonom und müssen dann trotzdem, die Union hat Mächte oder so? Ja, genau, sie müssen trotzdem zurück, okay, zum Bund. Also es ist ähnlich. Das ist etwas, was wir in Europa sehr auch vertraut sind. Okay, also das Problem ist Big Government, Small Government. Das ist, was wir verstehen müssen. Das ist der Kampf. Und die, aber, da darf es nicht aufhören, wir müssen jetzt die Komplexität des Kampfes verstehen. Und wenn wir dann sowas sehen, wie dass Abtreibung gekippt wird, dann können wir einmal die Frauenrechte sehen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch die Komplexität dieses Kampfes sehen. Weil was passiert jetzt? Was war Roe versus Wade? Ja, bitte? Was war Roe versus Wade? Also mit Roe versus Wade, das war das Gesetzesurteil, dass Abtreibung jetzt erlaubt ist. Aber anhand dessen hier, was war das? Big Government. Es war Big Government. Hier greift die Union ein und sagt, jeder Staat muss Abtreibung garantieren. Es ist ein Recht jedes Bürgers.
Und das haben gewisse Staaten natürlich gar nicht gemocht. Dürften aber nichts machen, weil man Big Government hat. Das heißt, man kämpft gegen dieses Big Government. Und jetzt, Abtreibung wird gekippt. Und was haben wir jetzt mit dem Supreme Court? Jetzt haben wir Small Government. Was das Supreme Court macht, ist, dass es Big Government zurückrudert. Immer mehr zurück. Jetzt können die Staaten entscheiden. Aber du hast das Problem, indem jetzt das Ganze umgedreht würde, könnte jemand in Kalifornien, wo Abtreibung hochgehalten würde und nochmal vereinfacht wurde, könnte jetzt an das Supreme Court gehen und Kalifornien verklagen. Das heißt, jetzt wird das Spieß umgedreht. Kann umgedreht werden. Aber ich möchte, dass wir erkennen, dass das Supreme Court versucht, Big Government zurückzurudern. Genauso, wenn es um den Klimawandel geht. Klimawandel gibt gewisse Ziele vor. Was bedeutet, wir werden eingeschränkt, in wie wir Öl benutzen, Kohle benutzen, unsere Autos benutzen, unsere Energie benutzen. Und was macht das Supreme Court jetzt? Indem er sowas macht, rudert es zurück. Wenn du ein Auto haben möchtest, was 15 Liter pro 100 Kilometer braucht, was noch sehr gut in Amerika ist, dann mach's. Ja? Du hast dort Autos, brauchst du 15 für eine Meile, 15, Entschuldigung, für 10 Meilen eine Gallone. Das sind für 16 Kilometer 4-5 Liter. Das ist unglaublich, was die Autos dort verbrauchen. Also ich möchte, dass wir verstehen, dass es hier um Big Government und Small Government geht. Darf ich kurz das nochmal wiederholen? Wir sind prophetisch erwachsen. Was bedeutet, wir sehen nicht schwarz und weiß, wir sehen die Komplexität. Was ich möchte, dass wir verstehen, ist, dass dieser Krieg komplex ist. Er hat unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Spieler. Und wenn wir Vespers anschauen, beziehungsweise die Mitternachtsrufbotschaft, haben wir schon unglaublich viele Puzzleteile bekommen, um diese Komplexität zu verstehen. Ja? Das ist der Kampf. Aber wir müssen die Puzzleteile auch verstehen. Das heißt, einmal sprechen wir über Kirche und Staat. Das nächste Mal sprechen wir über den falschen Liberalismus. Im nächsten Moment über die Konservativen. Im nächsten Moment über irgendwelche Supreme Court-Mitteilungen. Im nächsten Moment geht es um Johnny Depp und Heard ist ihr Last? Amber Heard. Das sind lauter solche Dinge, wo ich sage, das ist die Komplexität von diesen Dingen. Aber ich möchte, dass wir als erstes die Wurzel alles verstehen. So, der Joachim hat uns vorhin was gesagt. Und ich möchte, dass wir sehen, dass hier, das hier ist eine Ebene, die politische. Jetzt möchte ich die kulturelle Ebene betrachten. Joachim, kulturell, was sind die zwei? Der Ethos. Die Konservativen sind die für Freiheit eintreten und die Demokraten sind für Gleichberechtigung. So, jetzt schauen wir auf einer anderen Ebene diese zwei Sachen an und können hier wiederholen und erweitern. Jetzt geht es nicht um das Politische, jetzt geht es ums Kulturelle. Hier werden Politiker angesprochen, jetzt wird jeder persönlich angesprochen. Hier geht es nämlich um Freiheit, um das Thema Freiheit. Und hier geht es um das Thema Gleichheit. Ja. Erzähl, wie verstehst du es? Ich glaube, man nennt es Gleichheit, oder? Oh, stimmt. So, der Grund, warum ich Big Government und Small Government wähle, Entschuldigung, ich muss das umdrehen, dass wir uns vielleicht angewöhnen, rechts konservativ zu machen und links liberal.
Alphabet und Small. Das Government ist das groß oder klein? Mit Doppel. Oder hast du bewusst klein geschrieben, weil Small ist? So, dankeschön. Gut aufgepasst. Also, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ich über den Bürgerkrieg in der USA spreche und die Union die Rechte der einzelnen Bundesstaaten einschränkt, was ist der Aufschrei immer? Freiheit, meine Freiheit wird mir genommen. Und meine Verfassung der USA, der 50 Staaten, garantiert mir diese Freiheit. Ja? Ich meine Freiheit zu sagen, zu tun und lassen, was ich will, wie ich will, wann ich will, womit ich will. Das ist das schlagende Herz eines Amerikaners. Mama? Das heißt, wir steuern eigentlich wieder auf die gleiche Problematik, die wir beim Bürgerkrieg hatten. Mhm. Da haben wir Sklaven und Sklaven. Und jetzt haben wir wieder Gleichheit und Freiheit, das ist die gleiche Situation. Ja, weil wir wieder Big Government und Small Government haben. Und das ist, was wir verstehen müssen, dass wir sind detailliert. Geht zurück, schaut nochmal die Unterrichtsstunden über die Thematik des Bürgerkriegs an. Ja, wir haben ganz explizit die Zeit bis hin zum Bürgerkrieg durchgekaut. Das ist, was wir seit 30 Jahren in der USA mitmachen. Nicht nur in den USA, sondern weltweit ist das das Problem. Aber wir sind bereits schon mittendrin in diesem Bürger- oder Kulturenkrieg, wie auch immer wir es nennen wollen. Wir sind mittendrin. Nur, dass Krieg heute ein bisschen anders aussieht, wie vielleicht damals 1860er. Wir wissen, dass wir heute einen informationsbasierenden Krieg haben. Ja? Und wenn wir jetzt zu unserer Freiheit kommen, dann würde jemand sagen, meine Freiheit der Verfassung garantiert, dass ich was tragen darf? Waffen. Und deswegen tut die USA, deswegen tut die USA die Waffengesetze nie so verschärfen, dass man mal ein ordentliches Gesetz haben und dass es keine Amokläufe mehr gibt. Ja? Leute schreien auf und sagen, es ist mein Recht, eine Waffe zu tragen. Bitte, Christian. Deshalb haben Sie die Waffengesetze jetzt auch wieder gelockert. Ja, hier, das Supreme Court. Es wurde so schön gesagt, ist so schön gesagt in einem Artikel, eine Waffe hat mehr Rechte in den USA wie eine Frau. Ja, genau das war der Artikel. Es geht darum, dieser Kampf geht darum, meine Freiheit. Und meine Freiheit ist, dass ich auf Facebook alles sagen darf, was ich will. Und meine Freiheit ist, dass ich auf Twitter alles sagen darf, was ich will. Das ist das Problem. Was ist Trump, seine Complaint, seine Beschwerde gewesen, als er von Twitter rausgeflogen ist? Ich habe nicht die Freiheit. Und was möchte Elon Musk mit Twitter machen? Genau. Er möchte jedem die Freiheit geben, alles zu sagen, was sie möchten. Ja, nicht einschränken. Und wenn wir dann zur Rassentrennung kommen und das Militär greift in Tennessee ein und bringt schwarze Kinder zur Schule und sagt, wir tun eure Freiheit kürzen. Warum? Wegen Gleichberechtigung. Damit Schwarze auch in die Schule gehen können. Versteht ihr das? Wir könnten in unsere Zeit kommen. Jetzt tue ich das mal weggewischen. Wir könnten in unsere Zeit kommen und wir könnten, das stehle ich jetzt aus den Westbahn-Vorträgen, okay? Wir haben hier eine Bäckerei. Ihr seid alle damit vertraut. Und diese Bäcker, und jetzt kommt ein schwules Pärchen, ein LGBTQ-Pärchen, kommt zu dieser Bäckerei und möchte eine Hochzeitstorte. Wie ist das Szenario? Wer möchte es mir erzählen? Wer von euch ist denn überhaupt? Okay.
Herr Becker, der lehnt das ab, dass er eine Woche für seine Freiheit das abzunehmen. Das ist doch sein Geschäft, also kann er entscheiden, ob er es macht oder nicht macht. Und er lehnt es ab, weil es nicht seinen Vorstellungen entspricht. Ja, vielen Dank. Du hast den Besitzer und er sagt, meine Moral, religiöse Freiheit in den USA, meine Moral, meine Religion sagt mir, ihr lebt einen falschen Lebensstil. Und ich stimme nicht mit euch ein. Überein. Und deswegen ist es meine Freiheit, dass ich keine Dienst für euch mache. Ich möchte euer Geld gar nicht. Brauche ich nicht. Ist okay, dann gehe ich lieber bankrott. Aber ich möchte für euch nichts machen. Das ist meine Freiheit. Das ist sein Argument. Und was sagen die? Was sagt der Bund? Was sagt die Union? Wir haben das Recht. Wir haben Gleichberechtigung. Diskriminierung basierend auf Rasse und des Geschlechtes darf nicht existieren. Du bäckst ihnen keinen Kuchen, weil du nicht mit ihrer sexuellen Orientierung übereinstimmst. Du diskriminierst sie. Du bist gegen Gleichberechtigung. Entschuldigung, gegen Gleichheit. Somit schränken wir deine Freiheit ein und du musst ihnen einen Kuchen backen. Seht ihr das die Problematik in der USA? Und seht ihr, warum durch diese Problematik das Land sich spaltet? Die Leute, die für ihre Freiheit kämpfen, was oberflächlich gut klingt, und die Leute, die für Gleichberechtigung kämpfen. Seht ihr das Dilemma? Mhm. So, jetzt können wir in den Adventismus gehen. Und jetzt haben wir den Besitzer. Wofür kämpfen Adventisten? Für Freiheit oder Gleichberechtigung? Für Freiheit. Sie kämpfen für Freiheit. Warum? Weil sie denken an die religiöse Freiheit wegen der Sabbat. Geht zu Amazing Discoveries. Geht nicht hin, aber theoretisch geht hin und schaut die Botschaft an. Was ist immer die Warnung, wo Angst gemacht wird? Was wird Adventisten genommen? Die Freiheit zu anzubeten an Tag, an dem sie es wollen. Ist kalt? Rucksack, es gab noch die Mitte. Alles gut. Gut, also als Adventisten, basierend auf unserer prophetischen Botschaft, Ellen White, ja, verstehen wir heute, dass unsere Freiheit genommen wird. Und wir müssen fliehen, wir sind Märtyrer, unsere Freiheit wird genommen, unseren Glauben auszuleben. Das heißt, auf welcher Seite stehen wir schon allein, weil wir Adventisten sind? Hier. Wir wollen nicht, dass die Regierung sich bei uns einmischt. Und dann sind wir als Adventisten, wir werden diejenigen und sagen, ja, ihr seid schwul, mit euch wollen wir nichts zu tun haben, wollen euch nicht in der Gemeinde haben. Nicht taufen. Wir wollen euch nicht taufen. Ist okay, wenn ihr da drüben lebt, kein Problem, wenn ihr nichts tun, aber nicht in mein Business, meine Freiheit. Also als Adventist, hast du es verstanden, Mama, warum Adventisten für Freiheit sind? Okay, und jetzt hast du das Problem, jetzt kommt die Mitternachtsrufbotschaft. Und was geht es um das Thema Sexismus? Der Adventismus, der traditionelle Adventismus, lehrt, dass die Frau wem gehört? Der Mann. Die Frau gehört zum Mann. Wir sagen das vielleicht heute nicht mehr ganz so krass im Adventismus, aber wenn man die Fakten anschaut, die Bibelverse, die Zitate, die Einstellung der über der Jahrtausende hinweg, kann man es so brutal sagen, die Frau ist der Besitz des Mannes. Und die Mitternachtsrufbotschaft sagt jetzt was? Nee, ne? Gleichheit. Sie sollen Gleichheit. Das heißt, was passiert jetzt hier? Ihm wird sein Besitz genommen, dem Mann. Genau, perfekt. Der Mann wird sein Besitz genommen. Die Frau steht auf. Die Frau geht raus. Und jetzt frage ich euch, wer, sowas ist nicht lustig, wer wird jetzt hier aufstehen und sagen, dass ihm Unrecht getan wurde? Dem Mann. Du wolltest Frau sagen, weißt du warum? Willst du erklären?
Ja, weil die Frau eigentlich aus dem ganzen Prozess aufsteht, aus diesem Konservativen und sagt, und ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Du denkst, sie würde sich darüber beschweren? Na. Okay, dann Mann, ja? Ja. Der Mann ist derjenige, der sagt, mir wurde mein Besitz genommen. Mir wurde meine Freiheit genommen. Ähnlich wie damals, wir wissen, Geschlecht können wir gut auf die Rasse parallel legen. Das haben wir damals in den Unterrichtsstunden über den Bürgerkrieg sehr gut gemacht und sehr gut gezeigt. Als die Sklaven den Südstaaten genommen wurde, über was haben sie sich beschwert? Unser Besitz, meine Freiheit. Und dafür stehen wir auf und kämpfen. Und wenn wir zum Thema Geschlecht kommen, ist es nichts anderes. Die Frau wird aus der Sklaverei entlassen und der Mann sagt, horch mal, ich bin derjenige, der hier leiden muss. Weil mein Besitz wird mir genommen, meine Freiheit wird mir genommen. Und jetzt versteht ihr, so wie die Südstaaten damals, sorry, dass ich es so knallhart sage, aber so ist die männliche Gruppierung, die dann sagt, mein Besitz, meine Freiheit wurde mir genommen. Und sie dann in die Opferrolle. Und deswegen, genau. Weil Advent, ja, danke, Männer sehen sich deswegen in der Opferrolle. Und das ist in der Bewegung genauso. Mhm. In der Bewegung, größtenteils sind es die Männer, die sagen, ich bin hier das Opfer. Nicht meine Frau, die jahrelang, jahrzehntelang missbraucht wurde. Nein, ich bin das Opfer, weil mein Besitz läuft mir gerade davon und du hilfst mir nicht. Mhm. So, und weil wir Adventisten sind, und für das hier gepolt sind, wollen wir die Mitternachtsrufbotschaft annehmen? Nein. Nein. Deswegen nehmen Adventisten die Mitternachtsrufbotschaft oft nicht an. Das geht aber alles im Unterbewusstsein wieder ab. Ne? Die materialisieren das gar nicht wirklich, was da Sag das mal einem Adventisten, aber du deine, also der jetzt nichts wieder mit der Nachbarschaft zu tun hat, sondern eigentlich auch, du weißt im Übrigen, wie Gleichberechtigung wirklich aussieht und dass das ein Sonntagsgesetz sein soll. Und weil die STA es nicht kapiert, kann sie am Sonntagsgesetz, wenn es kommt, stehen und einen lauten Ruf geben. Unmöglich. Es wird immer unwahrscheinlicher, weil wo steht die SJA? Auf hier. Der Seite der sie steht auf der Seite, die nach Freiheit ruft. Aber welchen Ruf braucht diese Welt noch? Welcher Ruf ist der Ruf für den Himmel? Es ist Gleichheit. Mhm. Und das ist das Problem des Adventismus. Es steht dermaßen auf der falschen Seite. Wir könnten jetzt noch weitergehen. Und wir könnten politische Parteien, das hat Tess in Westfals gemacht, ich möchte es noch weiterziehen. Gehen wir nach Deutschland oder nach Europa. Wenn ich eine Maske anziehen muss, was wird heutzutage gesagt? Meine Freiheit wird mir genommen. Und schaut, die neue Weltregierung ist um die Ecke, weil meine Freiheit wird eingegrenzt und sie wird noch mehr eingegrenzt. Die Maske ist nur die Vorhut. Und sie kreieren gesundheitliche Krisen, Wirtschaftskrisen, politische Krisen, alle aus welchem Grund? Um dir deine Freiheit wegzunehmen. Um Chaos zu kreieren, These, Antithese, damit sie einen Grund haben, Gesetze zu erlassen, dass meine Freiheit mir genommen wird. Das ist, was Walter Veit predigt, konservative Adventisten predigt. Und es klingt gut, weil jeder Mensch, weitgehend jeder Mensch, ruft nach was? Nach Freiheit. Also die Warnung davor, dass deine Freiheit dir genommen wird, klingt gut. Da kannst du mit übereinstimmen. Das Problem ist, du musst an die Wurzel gehen. Und du musst erkennen, dass Freiheit, so gut wie sie jetzt klingt, so wir haben 200 Jahre, wo wir lernen, wir kämpfen für unsere Freiheit, für Demokratie und so weiter. Wir haben eine lange Geschichte davon. Aber heute müssen wir erkennen, dass Freiheit nicht mehr das ist, was Gott möchte. Das hier ist eine falsche Freiheit, wo die Liberalen, sowohl auch Konservative, gefangen sein können. Weil zum Beispiel, ich packe jetzt ziemlich viel rein hier, aber als wir 2020 das Problem mit der falschen Freiheit hatten,
Was sind Menschen in der Bewegung aufgestanden, haben gesagt, ich habe die Freiheit. Freiheit, was zu tun? Sich zu schminken. Sich zu schminken. Musik zu hören. Musik zu hören. Kleiderreform. Wir müssen den Sabbat nicht verhalten. Wir könnten jetzt mal, wo es gab, ja, es gab Stimmen in der Bewegung, die sagen, wir brauchten den Sabbat auch nicht verhalten, das war auch out of date. Das sind Dinge, durch die haben wir alle durchgekämpft. Wir sind immer hier, noch hier, und wir sind immer noch siegreich. Lasst uns das, und das, dann schließe ich das vielleicht ab, wenn ich einen Abschluss finde. Ihr merkt, ich habe viele Gedanken im Kopf. Gehen wir zur Prostitution. Ja? So, wir wissen, vor allem in Deutschland, das Bordell Europas, gibt es unterschiedliche Stimmen. Es gibt Leute, die sagen, niemand sollte lernen, dass er für Geld den Körper eines Menschen kaufen kann. Prostitution gehört verboten. Man nennt es auch das schwedische Modell. Und dann gibt es Frauen, die diese Dienstleistung anbieten und die sagen was? Es ist meine Freiheit. Es ist meine Freiheit, mit meinem Körper zu tun und lassen, was ich möchte. Ist so eine Aussage korrekt? Aber meistens sind diese Frauen, die sich prostituieren, sind sie von einem Mann, der sie... Ich spreche ich jetzt nicht. Es gibt Persönlichkeiten, Frauen, die selbstständig sind und die sagen, ich will das, mir macht das Spaß und das ist meine Freiheit. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Kopftuch. Wenn die Frauen Kopftücher tragen und so, ist meine Freiheit, das zu tragen, aber dadurch zeigen sie nur, dass sie unterdrückt werden. Und ja, so gegensätzlich, Prostitution und Kopftuch, aber es geht um genau das gleiche Thema. Ich hatte eine lange Zeit auch freiwillig Brüste getragen. Ja. Freiwillig gezogen. Ja, freiwillig gezogen. Ja, durch die Ideologie. Ich möchte, dass wir sehen, die Gleichheit würde sagen, weg. Gleichberechtigung. Wir sind alle gleich. Aber es gibt Stimmen, die sagen, ich habe meine Freiheit, es trotzdem zu tun. Ich habe die Freiheit, mich selber in die Sklaverei zu verkaufen. Und ein Small Government würde sagen, ja, hast du. Aber ein Big Government sagt, nein, hast du nicht. Und was haben wir in der Bewegung? Haben wir Small Government oder Big Government? Was das angeht, haben wir Big Government. Wir sagen, Leute, ihr habt nicht die Freiheit zu wählen. Ihr habt zwar die Freiheit zu wählen, ob ihr in der Bewegung sein wollt oder nicht, aber wenn ihr sagt, ihr möchtet in der Bewegung sein, dann habt ihr nicht die Freiheit. Ihr habt nicht die Freiheit zu sagen, ich prostituiere mich, ich trage ein Kopftuch. Ihr habt nicht die Freiheit zu sagen, ich fordere meinen Besitz zurück, meine Frau. Mhm. Ihr habt nicht die Freiheit, in Sklaverei zu leben. Wenn wir dann da nicht ewig im Garten Eden, als Gott die zwei Bäume aufgestellt hat und so weiter und ihm gesagt hat, okay, das ist das Gesetz, den dürft ihr essen, den dürft ihr nicht essen. Das ist das Problem, das ist das, was sie in Brasilien. Nein, ich weiß es nicht, aber im letzten Jahr in einem der Camp-Meetings, das verschwimmt langsam auch alles zu sehr, besprach sie, dass das Problem der Freiheit in Vespers expandiert sie, wiederholt sie und es wird immer feiner, es wird immer detaillierter, wir bringen die Dinge immer mehr auf den Punkt. Aber damals hat sie schon gesagt, wenn es um Eva ging, Eva hatte die Freiheit zu wählen, dass sie Gottes Regierung nicht möchte. Und Adams Sünde war, dass er sich die Freiheit genommen hat, zu sagen, ich möchte diese Frau, ich möchte diese Beziehung, also anstatt klar. Gottes. Das heißt, sowohl Adam und Eva haben sich beide für diese Seite entschieden. Und Gott sagt, in meinem Reich gibt es nicht diese Freiheit. Und das Problem ist, dass das so subtil heute geworden ist, weil wir so freiheitsliebend geworden sind. Aber das Problem ist, was diese Freiheit, wo jeder danach schreit, wie sieht die aus?
Und in unserer Welt heute ist diese Freiheit Diskriminierung und Sklaverei und Unterdrückung. Und das merken die Leute nicht. Okay? Wenn man in die große Kampf geht, was Lucifer im Himmel getan hat, dann sieht man, dass Lucifer nach Freiheit gesucht hat. Das ist auch das Thema des großen Kampfes, ja. Wir haben die Freiheit. Gott lässt uns den freien Willen. Wir haben die Freiheit, Gottes Regierung zu wählen oder nicht. Das ist der große Kampf. Jeder Mensch kann sich entscheiden. Gottes System, Satans System. Aber wenn wir Gottes System wählen, was wir als Christen, als Adventisten behaupten, dass wir das wollen, dann müssen wir akzeptieren, dass in Gottes Reich keine Freiheit gibt, sondern sein Gesetz. Sein Gesetz ist die Freiheit, die wir haben. Und das ist schwer für unsere moderne Welt, die Komplexität dessen, die Nuancen dessen zu verstehen. Ich wollte nur sagen, dass auch viele Frauen da reingeboren wurden, in Adventismus zum Beispiel, dass sie sich ihrem Mann untergeben müssen. Mhm. Und ja, das jetzt so zu sehen, das so zu ändern, da gehört viel zu. Ne? Ja, aus dem Grund habe ich vorhin gesagt, das ist die politische Ebene, ja, wo wir sagen, ich bin kein Politiker, was soll ich mit Small Big Government? Ich habe ja keinen Einfluss, außer meine Wahlstimme. Aber hier geht es um meine eigene Kultur, die geändert werden muss. Weil jeder ist heute konfrontiert, indem er auf die Straße geht und sich fragen muss, ziehe ich eine Maske an oder nicht? Ja? Gehe ich zu den Querdenkern oder nicht? Wie behandle ich meine Frau? Wie behandle ich meinen Nächsten? Wie gehe ich mit diesen Thematiken um? Das ist, wo jeder Einzelne mit diesem Kulturenkrieg konfrontiert wird, wo er eine Seite wählen muss. Und die Seite der Freiheit ist definitiv die falsche heute, obwohl sie oberflächlich so gut klingt. Dann kann man also sagen, dass Sabbat-Sonntag-Gesetz nur ein kleiner, netter Aspekt zur Seite ist, sondern dass es viel, 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 viel größer ist, das Sonntagsgesetz. Viel, viel komplexer, viele Bereiche. Ich glaube, Tess hat erwähnt, dass wir da noch nicht sind, aber ich denke, das ist die Vorhut von dem, was wir sehen. Und ich denke, das Sabbat-Sonntagsgesetz ist ein Aspekt. Das Sonntagsgesetz ist komplex. Und wir müssen die Komplexität verstehen. Ich kann es nicht genug betonen. Wir müssen uns mit dem Komplexen auseinandersetzen, weil wir müssen verstehen, um was es geht. Weil, überlegt mal, am Sonntagsgesetz, der Adventismus steht nicht. Und er sollte die Stimme der Welt sein, aber er steht nicht, weil er eine falsche Kultur hat, eine falsche Lesensart der Prophetie und. Die Liste ist lang. Der Adventismus ist sowas von Schiffbruch. Auf den Schiffbruch läuft es zu. Aber Gott braucht eine Stimme. Wie kann er eine Stimme haben, wenn wir die Einzigsten, die in seiner Gemeinde sind, wie kann er eine Stimme haben, wenn wir die Komplexität nicht nachvollziehen können, nicht verstehen können und niemandem mitteilen können? Am Sonntagsgesetz muss es jemanden geben, der den lauten Ruf geben kann. Aber um den lauten Ruf zu geben, müssen wir die Komplexität der Dinge verstehen. Deswegen nochmal die Wichtigkeit, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir es verstehen, dass wir es uns in unserem Leben praktizieren, aber auch, dass wir bereit sind, überhaupt Teil der Gemeinde zu sein, die Gott gebrauchen muss, um der Welt diese Stimme zu geben. Und und egal, wo ihr hingeht, beim Einkaufen, überall, wo ihr Menschen trefft, werdet ihr damit konfrontiert werden. Auf der Arbeit, beim Spazierengehen, in der Stadt, daheim, die Nachbarn, überall werdet ihr konfrontiert werden. Das heißt, Entschuldigung, ich bin heute eine Redequatsche. Wir sprechen darüber, der laute Ruf, wie sieht es aus? Wir wissen es nicht. Aber wir sprechen darüber, wie evangelisieren wir? Und wir denken vielleicht, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man auf dem Podest steht und dann, so wie es adventistische Filme oder wie es in der Vergangenheit war, wie wir es so kennen, wir haben das so in unserem Kopf, dass wir irgendwie predigen werden. Unsere Predigen sehen aus, indem wir unsere Meinung äußern, indem wir eine Maske tragen, wenn eine Pandemie vonstatten geht, indem wir Leuten sagen, wenn es darum geht,
Abtreibung stimmen überhaupt nicht damit überein. Die Rechte der Frauen werden eingeschränkt und so weiter. Das ist Evangelisation. Das heißt, egal wo ihr hingeht, egal mit wem ihr sprecht, das ist die Evangelisation. Wartet nicht drauf, dass man irgendwann in der Gemeinde eine Predigt halten kann und dann die Leviten erreicht oder Lektion halten kann oder so. Ihr evangelisiert schon die ganze Zeit. Das Problem ist nur, schärfen wir unseren Verstand, die Komplexität zu verstehen, um die richtige Botschaft, die richtigen Signale wieder senden zu können. Oder? Ja, das haben wir auch gesagt, das Private ist politisch. Das Private ist politisch. Ja, und das Politische ist prophetisch. Und dann genau. Ist das genau. So würden wir das dann auch ausüben. Perfekt. Noch eine Frage oder nicht? Noch einmal, das Private ist politisch. Das heißt also, im Vergleich zu sagen, es ist meine private Sache, mein privater Besitz, aber wenn mein Besitz davon läuft, werde ich politisch. Privat ist politisch. Und das ist dann Small Government. Und privat ist politisch. Ja. Privat ist politisch. Alles politisch geworden. Und das gehört zu unserem, zum letzten Test dieser Erde. Und wir müssen entscheiden, wo stehen wir. Und wir müssen erkennen, dass unser Erbe ist, als Adventisten, dass wir hier stehen. Aber seit der Mitternachtsrufbotschaft wir hier hingegangen sind. Und den Wechsel müssen wir verstehen. Und wir müssen verstehen, was es bedeutet, auf der jeweiligen Seite zu stehen. Okay. Wir werden vielleicht nicht einen Bürgerkrieg in dem Sinne haben, sondern es reicht dieser. Der Bürgerkrieg, der, ich sage es nochmal, ich habe schon gesagt, der Bürgerkrieg findet seit 30 Jahren schon statt. Wenn man solche Äußerungen macht, dann denkt man, dass ein Bürgerkrieg kommen wird. Wir wissen aber, in unserer Generation sind Kriege informationsbasierend. Der Bürgerkrieg in Amerika ist schon seit Langem am Laufen. Es wäre falsch, wenn wir zurück zu den 1860ern gehen und sowas erwarten, weil wir dann nicht den Bürgerkrieg, der bereits schon seit Jahren passiert. Wir gucken in die Ukraine und sagen, ja, jetzt ist ein heißer Krieg. Russland gegen die NATO, also gegen Westen, die Ukraine vorschiebt. Aber wir müssen verstehen, dass der Krieg bereits schon seit 10 Jahren passiert. 10 Jahre. Und es ist falsch, wir müssen unser Denken wegbringen, dass wir denken, wir warten auf Atombomben und was. Kann es kommen? Ja, kann kommen. Aber unser Schwerpunkt liegt darauf, dass wir sehen, wie alles jahrelang bereits schon unter Informationen, unter Kulturkriegen bereits schon passiert. Da müssen wir unseren Verstand schärfen, weil sonst verpassen wir die Dinge. Okay, lasst uns zum Abschluss noch beten. Herr, wir danken dir, dass wir an diesem Sabbattag zusammenkommen können und studieren können, dein Wort. Herr, wir kennen den Weg, den langen Weg, den du mit dieser Bewegung gegangen bist und wie du uns in den letzten Jahren den letzten Feinschliff geben möchtest, dass wir den lauten Ruf geben können. Herr, wir danken dir sehr, dass du uns von der Freiheit zur Gleichberechtigung gebracht hast. Herr, und oft ist dieses Umdenken, diese Kulturveränderung so schwer, aber ich bitte dich, indem unsere Zeit davonläuft, dass wir alle mit voller Kraft an unserer Kultur, an unserem Sein arbeiten, dass wir umdenken, dass wir die Dinge erkennen können, dass wir Prophetie, wie sie vor unseren Augen sich erfüllt, wie wir Prophetie erfüllen, verstehen, dass wir nach der Komplexität verlangen dieser Dinge, dass wir gefestigt werden in der Wahrheit und dass wir alles für Gleichberechtigung opfern. Bitte segne diesen Tag und in Jesu Namen bitten wir all dies und legen es in deine Hände. Amen. Amen.